Willkommen zurück zu Divine Wind. Ich bin letztes Mal ein bisschen, ja, sauer geworden. Lag aber auch daran, dass der Boss, ja, beschissen war. Wortwörtlich. Dass er mir ziemlich viel Schaden gemacht hat. Und, ja. Na, ich wechsle das Schwert mal wieder. Ich habe jetzt, ja, teils aus Verzweiflung andere Schwerter genommen. Aber das hat sich jetzt erledigt, da der Boss tot ist. Zum Glück tot ist, denn der ging mir echt auf die Klötze. Und das war wohl laut dem, was ich gehört habe, der schwerste im Spiel. Ich bin froh, dass der besiegt ist und hoffe mal, dass jetzt nicht noch so ein Boss ankommt. Denn dieser Boss hat meinen Fortschritt immens gebremst. Das war wirklich immens gebremst. Und ich hatte echt, muss ich sagen, Glück, dass ich diesen Glitch durch Zufall aktiviert hatte. Ich habe im Netz nachgelesen, es gibt wohl. Ich bin zum Glück nicht der Einzige. Ich habe Dutzende Beiträge gefunden über Leute, die mit diesem Boss höllische Probleme hatten. Vor allem für mich als Krieger war dieser Boss der absolute Horror. Denn ich konnte ihn, wie ihr gesehen habt, kaum angreifen. Ja, aber mich dafür. Und das nicht zu knapp. Ich glaube, wie ich gelesen habe, Höllenstachel hieß die Attacke. Und die war für mich, ja, der reinste Horror. Ich bin mal gespannt, wie Wolf es dann macht mit Beschwörer. Durch ihn kam ich ja teils auf Divinity. Wobei eigentlich hat mich dann Osoma draufgebracht durch sein, weil von ihm kam grundlegend die Idee. Die Idee kam von Osoma an Wolf. Ich habe mir das teils angeguckt und dachte mir, okay, ich versuche das mal. Ja, so kam das dann halt dazu, dass ich dieses Spiel angefasst habe. Ich überlege aber, ob ich bei der Wind die 2 so mache, dass ich dann quasi, ja, Sessions einrichte mit mehreren Folgen. Es ist ja aktuell so, dass ich mehrere, dass ich jeden Tag frisch aufnehme. Und ich überlege für die Wind die 2, ob ich es so mache, dass ich, ja, tatsächlich ein bisschen Sessions mache, dass ich Material habe. Also 2, 3 Folgen oder so. Was mir ein bisschen angenehmer wäre. Du lebst noch? Frechheit. Ah, ich kann euch gar nicht genug sagen, wie froh ich darüber bin, dass dieser hässliche Boss endlich kaputt ist. Ich habe den so verabscheut. Ich habe mich so derbe aufgeregt. Und am Ende habe ich dann noch einen Einschnitt gemacht, wie ich ihn besiegt habe. Hatte ich dann. Der Plan war, ihn runterzukloppen oder Strategie zu suchen. Und plötzlich war, ja, durch Zufall dieser Glitch da. Und ich dachte mir, scheiß drauf. Egal, was jetzt gesagt wird, zieh's durch. Das Glück ist dir gerade hold. Nutz es aus. Ich habe es getan. Und es ist mir, ja, so gesehen egal, ob da was drüber gesagt wird oder nicht. Sagen wir es so, das Glück kam in den Fall echt zugute. Und bei so einem beschissenen Boss, da kenne ich kein Pardon mehr. Ich glaube, die anderen Bosse waren nur halb so schlimm. Die meisten waren sogar, glaube ich, frostanfällig. Ich hätte mir teils sogar das Super-Elixier zu nutzen machen können. Das habe ich mir jetzt so gespart. Und ja,
machen wir einfach weiter und gucken, dass wir fix die nächste Musik bekommen. Jetzt wird nicht untersucht, jetzt wird weitergelaufen. Denn Hauptziel sind ja die anderen Boss jetzt zu besiegen. Ja, die Truhen kann ich auch so looten. Jetzt wird ausnahmsweise auch ein bisschen gerascht. Dass wir fix die Bosse durchbekommen. Wir haben jetzt zwei besiegt. Zwei von fünf, das heißt drei fehlen noch. Besiegen wir den nächsten, fehlen noch zwei. Ein bisschen vorstellen durch die ganzen Irrgarten hier. Ich bin gespannt, ob mich diesmal erwarten wird. Das ist wie so ein kleines Labyrinth hier, das Ganze. So. Ich glaube, da drin steht ja nichts, der Boss. Na. Wo die auch immer jetzt alle aufstehen, I don't know. Ich gehe einfach weiter. Als würde es mich nicht interessieren. Aber der interessiert mich. Wahrscheinlich sind die draußen halt unterwegs. Ach da. Also der Bereich wiederum ist einfacher als der letzte. Mit den ganzen Todesrittern. Ich hoffe mal, dass der Boss auch einfacher wird. Da dürfte er eigentlich. Aber wir nicht. Ist das schon mal ein Hoffnungsschimmer? Die Erkenntnis zu haben, dass wir den schwersten besiegt haben. Das heißt, jetzt kann es theoretisch noch bergauf gehen. Okay, dahin. Dann hier hin. Gegner platt machen. Gegner platt machen. Und weiter. Ich wusste mich doch schon mal mit dem Frostzauber aus. Der hat ganz gut gewirkt. Okay, wer ist der Nächste? Ach, ja. Erinnert ihr euch an mich, Göttlicher? Bei unserer letzten Begegnung hat euch dieser verdammte Kater gerettet. Aber dieses Mal werde ich euch töten. Das wird sich zeigen. Safe. Und sie kommt an. Oh nein, sie kann auch diesen Scheiß.
Na, komm an. So. Die macht nicht ganz so viel Schaden wie die andere. Tschüss. So, das Problem wäre beseitigt. Das war die, die uns damals eingesperrt hat, da unten. In dem Verlies, in diesem grässlichen Dungeon, an dem ich so lange hing. Jetzt gehen wir mal dort lang. Ich glaube, zwei fehlen uns noch. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Das nehme ich gerne mit. Sehen wir auch. Okay, noch zwei Stück, glaube ich. Muss gleich was reparieren. Okay, mein Schwert. So, und auf Heilung. Und safe. Ich finde diesen Schimmer-Effekt ziemlich cool. Den die alle hinterlassen. Sieht echt nice aus. Weg mit dir. Kommt nicht mal zum Angriff. Sie sind aber immens, finde ich, gegen meine Giftklinge. Nächstes Areal. So. Wieder mal so ein Labyrinth, wenn man so will. Aber es ist eigentlich recht schlauchförmig, das Ganze. Ich muss nur die Tür mal finden. Wenn man so will, man die Gegner nach. Thank you.
Beim Gegnerschein bin ich richtig. Ich finde diese Drachenstatue sieht ziemlich cool aus. Echt awesome. So. Na, geht's jetzt lang? Ne, da geht's zurück. Hier wahrscheinlich, oder? Ja. Was ich mir jetzt hier noch gewünscht hätte, wäre eventuell noch ein bisschen mehr anderes Design von jeweils dem entsprechenden Boss-Typ. Die Gegner sind zwar verschieden, das finde ich nice, aber was auch noch ziemlich cool ausgesehen hätte, wären vielleicht verschiedene Elemente, wie zum Beispiel Erde oder Eis oder Feuer. So hat quasi jeder sein eigenes Areal zwar, aber es sieht alles, ziemlich Dungeon-like aus, mit Säulen und allem möglichen. Nur eben die Formation der Räume ist anders. Sonst wäre es ja viel zu easy. Und wir wollen mal nicht viel Zeit verschwenden mit Sucherei hier, sondern uns direkt den richtigen Weg hier durchsuchen. Durchwurschteln quasi. Durch das Ganze. Ohne lang zu zögern. Okay. Kriegen wir schon hin. Falls man im Background ein bisschen was hört, wir haben gerade Besuch und ich kann nicht ganz alles verdecken, falls man es im Background so mitbekommt. Von daher, sorry dafür. So. Ah, sind schon da. Ich spüre meinen alten Freund, den Göttlichen, in der Nähe. Dann seid ihr also aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. Leider war eure Reise völlig vergeblich. Ich schicke euch sofort dorthin zurück. Wird sich gleich zeigen, wer hier wohin wandert. Hast du eine Frostschwäche? Aha, guck an. Du hast eine Frostschwäche. Und tschüss. Nein, so darf es nicht enden. Ich hatte noch so viel vor. So viel Böses vor, ja. So, ihr seid Pillepalle. So. Das war's davon. Einmal wieder Heu. Und Genesung. Na, bleibt bloß noch ein Weg. Das ist der hier. Der letzte Boss. Vielleicht kriege ich ihn ja noch in den paar 10 Minuten hin. Das wäre ganz toll. Dann hätte ich nämlich auch den letzten besiegt.
Was dann noch so wuselt, darum kann ich mich quasi auch so kümmern. Was habt ihr? Ich könnte euch denken, dass da überall Gegner rumwuseln. Die kann ich zur Not noch für ein letztes Training benutzen. Dass der letzte Part jetzt rein den Boss gilt. Ich habe jetzt quasi nur das gekillt, was sich mir in den Weg stellt. Also Randgedöns habe ich jetzt außen vor gelassen. Wenn ich gut durchkomme, dann schaffe ich es innerhalb des Parts, auch den letzten Boss noch zu besiegen. Was dann nächste Part wahrscheinlich die finale Folge sein wird. Je nachdem, wie gut ich vorankomme. Ich will es noch nicht beschreien. Man muss ja immer erst rausfinden, wie das funktioniert. Ja, und die Gebiete darum herum. Ja. Relativ gleich. Vom Aufbau her. Nur eben die Formation der Räume ist verschieden. Sonst wäre es ja viel zu einfach. Dann wären wir schon lange hier fertig mit dem Ganzen. Obwohl, nee, wegen Josephine, ja. Kam es halt ein bisschen stocken. Sorry gerade für die Truhen, aber ich habe gerade rein Augen für den für die Bosse. Das ist mir gerade das Wichtigste. Okay. Teleporter-Spielchen. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ich weiß nicht, wie man das... Ja. Naja. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ach so, verstehe. Ist immer nur einer richtig, oder wie? Tatsache. Ist immer nur einer richtig. Gehört, du hast einen Trank fallen lassen. Den nehme ich gerne noch mit. Kennt hier oben? Was ist der Hebel? Moment, hat er keinen. Ich glaube, der hat keinen Griff oder so. Interessant. Okay, das Areal ist jetzt sehr interessant, muss ich sagen. Mal eine andere Idee. Das Gold kann, was ich jetzt für den Gold soll. Was ich jetzt eigentlich gar nicht brauche. Die Truhen. Interessieren mich jetzt nicht so wirklich. Ich bin an Tränken und alles gut bedient noch an Waffen. Mein Ziel ist es. Boss zu besiegen in der Folge. Nur wenn ich an eine Truhe wirklich öffnen muss, dann mache ich die auch auf. Aber ansonsten lasse ich die erstmal liegen.
Okay, Sackgasse oder wie? Was soll da geht's weiter? Ich finde es gut, dass es hier mal Tore gibt, die ans Anfang zurück teleportieren. Zum zentralen Plateau. Ah, seht mal, ich habe ein Level abbekommen. So. Wollt Stress? Könnt ihr haben. So, welche Fertigkeiten nehmen wir denn noch gegen Ende? Na komm. Wie wunderbar. Nehmen wir die. Mal ganz die Kriegerfähigkeiten auskosten. Dass wir fix mit dem Boss fertig werden. Wer auch immer es sein mag. Denn da kann ich dann schon mal ein großes X hintersetzen mit den Bossen und sagen, die 5 sind besiegt. Inzwischen Safe machen. Ausgerüstet, wunderbar. Werde vielleicht doch gleich zum Frost greifen, wenn ich beim Boss bin. Weil Frost ja immer so die Überfähigkeit war, die ich benutzen konnte. Die ja die meisten ja, eingefroren hat. Und ich glaube, da oben steht er schon. Dich mache ich mir noch platt. Nerviges Gedöns. Frostzauber rausgeholt. Okay, zu spät. Ich habe euch bereits einmal gefangen, Gezeichneter. Ohne den nichtswürdigen Zauberer Zandalor wäret ihr immer noch zu Eis erstarrt. Dieses Mal werde ich euch eigenhändig vernichten. Okay, ist also die Wurst. Ja, die konnte ja gar nichts. Ja, du bist... Och, jetzt greif ihn doch an, Mensch. Oh, toll. Du hast ihn gerade eingefroren, was soll denn die Scheiße? Och Mann. Ich muss schneller sein. Ich krieg den gefrostet. Geht auch. Damit wäre er auch besiegt. So, jetzt dürfte theoretisch ja hier oben der Weg frei sein. Ich liege gerade gut in der Zeit. Wir können noch mal ein kleines Stückchen weitergehen. Okay, die Dinger sind weg. Das ist noch so ein Gargoyle. Mal schauen. Wie weit es jetzt noch sein wird. Bis zum allerletzten Boss. Aber ich glaube, der wird nur ein Stück entfernt sein, der Boss.
glaube, der wird nur ein Stückchen entfernt sein. Naja, machen wir mal das Randgedöns hier platt. Und dann ist es auch gerade ein guter Moment, hier einen kleinen Cut zu setzen. Das war's für heute von Divine Divinity. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.